Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen bei der Aller Ultras GmbH. Vor einigen Monaten haben wir ein neues Unternehmen gegründet in der Busfahrer-Abteilung, die Bilanz unserer bisherigen Aufträge. Ja, wenn man es mal ganz klar sagen würde, es war ein absolutes beschissenes Scheiß-Minusgeschäft, okay? Jetzt haben die Kunden, also ihr, euch immer wieder bei mir gemeldet und habt gesagt, Mensch, Kalle, Alter, setz dich doch nochmal in den Bus rein. Und ich habe euch gesagt, mental kann ich das nicht mehr. Ich habe euch gesagt, das wird nichts. Na, jetzt sitzen wir hier. Okay, ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben, die wir ausprobieren sollten, bevor es zurück auf die Straße geht. Eins nach dem anderen. Die im Rathaus möchten, dass sie eine Testmaschine fahren, um herauszufinden, wie viele Menschen sie nutzen werden. Im Gegenzug finanzieren sie dir einen zusätzlichen Bus. Aha! Ich habe ja letztes Mal also einen Bus gekauft und jetzt kriege ich einen umsonst. Das hätte man mir aber mal vorher mal sagen können, du. Wie ging das nochmal? Ja, bevor hier einer einsteigt, ne? Wenn nämlich hier einer volllabert mit seiner scheiß Katze, den schmeiß ich raus. Ich hab da beim letzten Mal alles gegeben, aber mir reicht's irgendwann, damit ihr es mal verstanden habt, ja? Eine Fahrkarte bitte. Dauer, Tag, Typ, Student, Anzahl 1. Gut. Moment. Zurück. So. Hier. Danke. Gönn. Es ist viel zu heiß draußen. Das ist einfach wundervoll. Es ist viel zu heiß, das Wetter ist wundervoll. Hä? Ey, Leute, das mit dem Sabbeln, das verlassen wir gleich wieder nach, ne? Ich habe hier keine Lust zu. Du, ich mache den Job eh nicht gerne. Und dann müsst ihr hier nicht noch voll und so noch voll labern. Hast du verstanden oder wie oder was? So, darf ich mal die Fahrkarte sehen? Hier ist die Fahrkarte. Oh, und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mouncy. Ich krieg einen Kacke! So, hast du eigentlich gerade... Oh nein, ich hab sie vergessen. Ah, du hast eine vergessen! Ah, oh, das schmeckt rein mit dem Geld in meinen Rachen. Wieso habt ihr eigentlich die gleichen Klamotten an? Findet ihr das witzig oder was? Seid ihr Zwingelinge oder was? Was seid ihr? Spaß macht mir das hier nicht. So, Blinker links. Moment. Wo ist meine Tasche? Ist mir scheißegal. Da, 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 da. Na, 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 na. Ich bin der Kalle, yeah. Ich bin der Kalle, yeah. Yeah. Jetzt. Oh, der fährt rückwärts. Wieso? Ich habe Bußgeld bekommen. Ja, ich habe einen Knopf gedrückt, den ich nicht drücken soll. Geht wieder los. Hallo. Ich habe keine gute Laune, also verpisst euch. Weitergehen, ist mir egal, ob ihr eine Fahrkarte habt. Wobei die Oma, da bin ich mir nicht sicher. Da müssen wir nochmal ganz kurz überprüfen. So, Madame, wie sieht's bei Ihnen aus? Tut mir leid, ich muss sie verloren haben. Alter, du bist eine Kackbratze. Was setzt du dich hier rein, wenn du keine Fahrkarte hast? Nur weil ich sage, dass mir es egal ist, heißt es doch nicht, dass es mir egal ist. Immer die gleichen Leute, du. Guck mal, er muss ja echt stehen bleiben, ne, Opfer. Gern. Ich überlege mir, einen Hund anzuschaffen. Echt? Wie kommt's? Also, ich glaube, das wäre total schön. Aber ich weiß natürlich, die ganze Arbeit. Ein Passagier hört ziemlich laut Musik. Ja, natürlich! Tut mir leid. Mach den Scheiß aus. Hier, bitte. Will ich jetzt eine Fahrkarte, du Assi? Wie oft wollen sie die denn noch sehen? Alter, so oft ich dich frage, du Kackbratze! Du, ich kann das den ganzen Tag machen hier. Auch wenn das nicht mein Auftrag ist, ne? Aussteigen und einsteigen. Ne? Hallo, haben Sie eine Karte? Ich hätte gerne ein paar Fahrkarten. Typ 2, nee, Typ Standard, Anzahl 2. Tower Dark, Dauer Dark. Ich hätte nicht gedacht, dass Hans zur Familie zurückkehren würde. Junge, wer ist Hans? Ich brauche mehrere Fahrkarten. Einzel, Standard, 2. Einzel, Standard, 2. Gönn. Gut. Arschgesicht. Gönn. Wir sind schon übelst hinterher in der Zeit, sehe ich gerade. Aber wen juckt das? Hey, lange nicht gesehen. Oh, hi. Ja, stimmt. Letztes Mal war... Ja, genau. Damals. Das war als... Astra-Promenade. Junge, ihr seid so cringe in eurer Kackunterhaltung. Wieso unterhaltet ihr euch überhaupt miteinander, wenn ihr eh keinen Bock aufeinander habt, Alter? Ja, kannst du ja, du alte Schachtel. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ja, aber nur, weil du bitte gesagt hast. Einzel, Student, 1. Danke. So, gerne. Alter, mein Kackbus ist übel voll mittlerweile hier. Ich überlege mir, einen Hund anzuschaffen. Echt? Wie kommt's? Also, ich glaube, das wäre total schön. Aber ich weiß natürlich, die ganze Arbeit. Haustiere sollten verboten werden. So, ihr kleinen Pissbirn. Ja, stehst du da, ne? Willst du raus? Ich sag nö. Was? Wie bin ich denn hier gelandet? Bis dann. Ja, tschüss. Fahrkarte? Kann ich bitte eine Fahrkarte haben?
So, Einzeltyp Standard, Einzahl 1. Alter, wenn du mir in die Hütte kackst, dann sprechen wir uns aber, Madame. Hier wird nicht reingeschissen. Eine Fahrkarte, bitte. Ja. Sag mal, hast du nicht vor einer Stunde gesagt, dass du aussteigen willst? Was fotografierst du denn? Bist du besoffen? So, der schön Blinker sitzen, ne? Und Gas geben. Wir müssen hier mal ganz schnell vorbei. Nicht reinfahren, nämlich bitte, danke. Hauenzie hat gestern einen Fisch gefangen. Was? Aber Katzen haben doch Angst vor Wasser. Genau. So, raus aus der Büchse. Beeilung, wir sind spät dran. Halt dein Schnauzen, Affengesicht. Wir gehen ja alle. Alle keinen Bock mehr, oder was? Ja, tschüss. Tschüss. Ja, nicht nochmal wieder, ne? So, jetzt kommt die ganze neue Mannschaft. Fahrkarte. Alter, die hat richtig Corona gehabt. Hast du gesehen, richtig abgehustet. So. Ihr habt das jetzt eben nicht mitbekommen. Die Leute sind ja alle neu jetzt hier mit dabei. Ich bin der Kalle, ich bin euer Busfahrer. Ihr zeigt mir jetzt alle mal euer Fahrschein. Ansonsten fliegt ihr hier gleich wieder raus. Mir auch komplett bums, ob ihr gerade einen gekauft habt oder nicht. Wer es nicht will, der kann aussteigen. Der Rest ist mir scheißegal. Hast du verstanden? Ob du mich verstanden hast? Hab ich denn? Ah, hier. Bitte. Ist mit dir, Gulisch? Oma, was ist mit dir? Warum wärst du nicht mit, ey? Will gar nicht. Wir sind schon ordentlich drüber mit der Zeit. Hoffentlich kommt bald meine Haltestelle. Ich müsste mal wohin. Ey, du musst wirklich scheißen jetzt, oder was? Ist ja widerlich. Okay, wir haben jetzt krass auf jeden Fall Mad Cash gemacht. Das ist schon mal gut für unseren Kontostand, ne? Das ist schon mal, kann man schon mal machen. So, bestehende Strecke erweitern. So, geil. Ist jetzt erweitert. Fahre die erweiterte Strecke. Also wir können jetzt hier raus aus den Schulden quasi. Das ist schon mal nicht schlecht, ne? So, und dann gönn. So, wenn jetzt hier einer kacken muss oder ich irgendwie was von Katzen höre, dann raste ich aber aus. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten, bitte. Und warum? Zwei Tageskarten? Hast schon mal auf die Uhr geguckt? Ist eh spät abends. Findest das gut oder was oder wie? So, erstmal will ich wissen, ob du eine Karte hast. Oh nein. Du hast keine Karte, du Bitch! Verloren. Ich mach so Money nur mit Schwarzfahrerei. Ich sag's, wie es ist. Du Kackbratze. So. So, was ist hier mit dem Opa? Wieso sind das eigentlich immer die Opas, die hier die komische Mucke hören? Oh, tut mir leid. So, hast du eine Fahrkarte? Wo hab ich denn? Ja, gut. Ah, hier bitte. Wenn du eine hast, interessiert mich das nicht. Jetzt sind wir natürlich hier schon wieder ein paar Sekunden zu spät. Aber wir holen das wieder ein. Wir holen das über Tempo wieder ein. Wir sind einfach gute Jungs. Aller Ultras GmbH, aller. Unnormal belohnt. So, will hier schnell einer aussteigen? Alle? Da kann ich verstehen. So. Ey, der hält nicht an. Ey! Ich bin Bus! Die Straße gehört mir! Bodenschwelle überfahren. Deine Mutter habe ich überfahren. Scheiß Busfahrerei hier. Alter, der mich nicht. Sie ein Rennen? Halt dein Schnauzen! Ich bin ja der Fahrer. Ich fahre so schnell, wie ich will, du. Hallo, ihr Bitches. Wow, perfekt geparkt. Ich weiß, ich bin krass. Kann ich bitte eine Fahrkarte? Ja, natürlich kannst du eine haben, Mann. Was fragst du so blöd? Und diesmal will ich hier keine Beschwerden hören. Wenigstens rede ich hier keiner über seine Kackkatze, Alter. Ich glaube, ich habe gerade ein UFO gesehen. Hey, was machen Sie so? Tja, ich war mal Banker. Aber das hat sich nicht mehr ausgezahlt. Für den Witz fährst du weiter. Ganz ehrlich. Sorry, gebe ich mir nicht. Was soll das? Warum schlechte Witze? Warum reden die über Katzen? Warum sagt der will einen Hund, aber hat viel Arbeit damit? Ey, was soll das? Ich will doch einfach nur Bus fahren. Mehr will ich doch gar nicht. Ich will nicht, dass sie mit mir reden. Ich will nicht, dass sie sagen, dass sie scheißen müssen. Und ich will auch nicht sagen, dass sie ein UFO gesehen haben. Weißt du, wie ich meine, armer Herr Kajon? Das ist doch alles Scheiße. Nee, da geh ich streiken, Alter. Nee, da sehe ich mich nicht. Ich will hier einfach nur mit meinem Kackbus fahren. Mitten in der Nacht. Ich denke, da fährt eh keiner. Kann ich ein bisschen nebenbei am Handy zocken oder was? Und dann labern die mich hier voll. Ich hab so eine Krawatte. Hast du gerade genießt, Alter? Junge, hast du Corona? Verpiss dich aus meinem Bus, Alter. So, beruhigt habe ich mich jetzt nicht. Jetzt reicht's mir aber! Ich hab jetzt wieder Plus. Ich hab den Kontostand gerettet. Ich bin quasi der Messias der Busszene, Alter. Ich bin quasi der hier den Lachs zum Löppen bringt. Weißt du, wie ich mein? Hier den scheiß Astrapark, den habe ich jetzt 20 Mal umfahren. Das langt mir langsam, weißt du? Und dann die Leute, die da sich die ganze Nacht nur beschweren. Nee, die Scheiße kannst du dir selber geben. Das tue ich mir hier nicht mehr mit an. Du kannst den Scheiß hier erstmal wieder alleine machen, ey.
Gebe ich mir nicht, Alter. Ich gehe jetzt erstmal wieder nach Hause. Kannst du... Nö, sorry. Aber... Nö! Nein!